Hallo Eisenbahnfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen, ganz besonderen Video. Heute gibt es das Video, der erste Teil meiner Schweizreise, die ich von meiner Firma, beziehungsweise speziell von meinem Chef, zu meinem 10-jährigen Firmenjubiläum bekommen habe. Die Reise ging 5 Tage, am ersten Tag erfolgte die Anreise per normalen Zügen bis nach St. Moritz. Am zweiten Tag ging es mit dem Glacier-Express von St. Moritz nach Zermatt. Am dritten Tag hatte ich in Zermatt die Möglichkeit, auf den Gronagrad zu fahren mit der Gronagradbahn. Am vierten Tag ging es dann mit dem Glacier-Express wieder zurück von Zermatt nach St. Moritz und am fünften Tag dann wieder die Heimreise nach Augsburg. Heute seht ihr den ersten Teil, und zwar die Anreise und Aufnahmen aus dem Bahnhof St. Moritz. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Nach dem Intro geht's los. Hier folgen jetzt ein paar Aufnahmen, die ich aus dem Zug gemacht habe, auf der Anfahrt zwischen Chur und St. Moritz. Im letzten Filmausschnitt seht ihr das Landwasserviadukt, bevor es die Bahnhofsaufnahmen beginnen. This tunnel, which opened in 1903, is scheduled to be replaced with a new tunnel by 2024. Hier in St. Moritz findet der Zugbetrieb ja durch die Rätische Bahn statt. Es gibt neue Triebwagen, aber auch lokbespannte Züge der Rätischen Bahn. Hier drüben haben wir noch ein paar ältere Wagen der Rätischen Bahn stehen, die auch immer noch im Einsatz sind. Und das Schöne ist, dass hinten auf den Bergen noch Schnee liegt. Und wir schreiben heute den 23. Juni 2023. Einfach das lasse ich jetzt passen. Das
Schon verschwindet er im Tunnel. Und es folgt die nächste Ausfahrt Richtung Tirano. Man beachte mal die Zusammensetzung des Zuges. Ein Triebwagen, alte Wagen, neue Wagen. Und nun wird auch der Glacier-Express rausrangiert. Geht darüber in die Abstellung. Das wird dann wahrscheinlich morgen mein Zug sein, mit dem es dann weitergeht nach Zermatt. Was noch zu erwähnen wäre, St. Moritz ist ein Sackbahnhof. Hier vom Bahnhof in St. Moritz hat man auch einen schönen Überblick über den St. Moritzsee. Was man immer wieder wundern muss, dass um diese Jahreszeit ja hier noch Schnee oben auf den Bergen liegt. Ist das nicht ein toller Ausblick? Mir gefällt's. Ich bin voll begeistert. Tolles entdeckt. Alpin Classic Pullman Express. Dank eines netten Mitarbeiters durfte ich mal kurz rein in den Pullman Express warten. Also ich muss sagen, wirklich sehr gut im Schuss noch dieser alte Pullmanwagen. Er soll ca. 100 Jahre alt sein. Laut dem Mitarbeiter der Rätischen Bahn. Nochmal zu der gegenüberliegenden Lok. Das ist die Lok, die auf der Seite von dem Pullman Express ist. Mit ihrer Werbung unterwegs in ganz Graubünden.
Hier haben wir noch schöne alte Wagen dran, der Rätischen Bahn. Ach so, noch als kleine Info am Rande. Ich bin natürlich ohne Stativ unterwegs, weil das hätte ich nicht gewusst, wie ich das hätte transportieren sollen. Da ich ja mein Gepäck immer mitnehmen muss auf jeder Fahrt, die weitergeht. Deswegen sind die Aufnahmen aus der freien Hand gefilmt. Ich hoffe, dass sie nicht allzu doll verwackelt sind. Hier haben wir nochmal einen gesamten Überblick über den Bahnhof. Ein paar abgestellte Wagen, ein neuerer und zwei ältere, die noch die Falltüren haben. Und da hinten ist die Bahnhofseinfahrt bzw. Ausfahrt Richtung Chur. Und da warte ich jetzt, dass da ein Zug herkommt bzw. einer rausfährt. Aber einer rausfahren tut wahrscheinlich erst um 18.02 Uhr. Der Zug ist aktuell am Segen, wo man warten kann. Jetzt fährt sie aktuell ins Auszuggleis neben der Bahnhofseinfahrt. Hier mit dem zweiten Passagier-Express. Deswegen hat sie auch die Rangierlok bereit gemacht. Sie fährt jetzt hin, um auch diesen rauszurangieren.
Weil der Glacier-Express nicht komplett ins Ausrückgleis passt, musste der Zug in den Tunnel gezogen werden. So, nun hat der Zug nach Chur Ausfahrt bekommen, wo hinten der Pullmannwagen-Express dran hängt. Also wo die roten beiden Loks RE44 waren, ist das eine GE44
eine neue Variante. Oder Baureihe 246. Ich werde auf den Namen Weil Riegels. Eigenartig ist auch die Tür. Die Tür gibt es nur auf der Seite an diesem Führerstand. Auf der anderen Seite ist keine Tür. Da wird sie wahrscheinlich auf der anderen Seite sein, wo diese Seite nun keine hat. Hier auch noch ein paar Informationen. Hier blende ich euch mal eine Karte ein. Über Run-Train-Tour auf Switzerland. Das sind die verschiedensten Züge mit schönen Bergpanoramas, die man in der Schweiz machen kann. Die Strecke von Thusis bis Tirano zählt zum UNESCO-Kulturerbe. Für wen die Videoaufnahmen etwas zu schnell waren, habe ich hier nochmal Bilder eingeblendet, die ihr euch im Einzelnen als Stand durchlesen könnt. Ausrangieren des Berliner Express. 50 Jahre Berliner Express. Sehr schöne Aussichtswagen. Der Zug wird gezogen von zwei Triebwagen älteren Baujahrs. Ja, so wie es aussieht, passt der Zug auch nicht komplett in die Abstellung und muss auch geteilt werden. Oder zumindest die beiden vorderen Triebwagen.
So, mit noch ein paar Fotos möchte ich mich dann von euch verabschieden vom ersten Teil. Ich hoffe, der hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht habt und freut euch schon auf den zweiten Teil, wo es dann mit dem Glacier Express von St. Moritz nach Zermatt geht. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch alles Gute, euer Andreas L. und hoffe, dass ihr wieder einschaltet.